Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, wir sind jetzt erneut im Dorf, das zweite Mal. Ich bin gerade überlegen, das zweite Mal. Und es hat sich hier irgendwie... Achso, wir sind gar nicht mehr im Dorf, wir sind im Bauernhof, fällt mir gerade auf. Ich bin ja durchgelaufen, stimmt ja. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jetzt auch nochmal neue Gegner sind. Auf jeden Fall ist das schon wieder ein Ei. Das finde ich gar nicht gut. Ich muss aber dazu sagen, ich stehe jetzt auch gerade auf dem Falschen dann. Ich habe jetzt gerade eben was gegessen und da meinte mein Freund, schau mal, du bist doch jetzt gerade da und da. Also ich habe ihm das so ein bisschen erklärt, so wo ich jetzt gerade bin. Bin ich jetzt wieder in dem, ja, auf dem Dorfplatz, genau. Und da meinte er kam in die Kirche rein. Muss ich mal schauen. Ich meine, das wäre logisch, weil da hinten ist ja ein Zombie gewesen. Und die stehen ja, sage ich jetzt mal einfach, normalerweise nur darum, wenn sie einen wirklich nerven wollen. Und das Haus hatten wir, glaube ich, noch nicht gelootet. Ah, nee, da ist auch ein Schloss vor. Da ist ein Schloss vor. Da können wir mal gucken. Oh, okay. Peseten, das ist immer gut. Gucken wir hier nochmal kurz in der Ecke. So kann uns wenigstens nichts von hinten überraschen. Wir können zwar mit explodieren dann, aber zumindest kann uns nichts überraschen. Das machen wir auch nochmal schnell. So, okay. Da ist noch eine Tür. Ah, ich glaube, wir kommen so da tatsächlich rein. Das ist gar nicht das, was ich im Kopf hatte, weil das ist nämlich die Scheune hier oben, die ich im Kopf hatte. Aber da haben wir das voll aufgeladen, ja. Da können wir dann auch mal gucken. Was war das? Ich habe doch einen Zombie gehört, oder? War der links oder war der hinter? Oh fuck, er war hier hinter. Okay, scheint doch der einzige gewesen zu sein. Kommen wir denn hier noch raus? Achso, da ist ein Fenster. Ja, okay. Wofür, da guckt jetzt hier keiner rein, während ich hier alles kaputt mache. Schießpulver, okay. Aber wahrscheinlich ist das der, den wir abgeknallt haben, hoffe ich mal. Da, ja, ja, da hinten liegt er. Die Frage ist nur... Also, nee, hier kommt man gar nicht vorbei. Okay. Doch gut, dass wir den abgeknallt haben. 400 Peseten hatte der Mann. Okay. Kommen wir hier durch? Drüber springen? Nee, ist nicht. Gucken wir hier in der Ecke auch nochmal kurz. Ach, ja, da haben wir die Olle, ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, da haben wir die Olle flachgelegt, aber... Oh, oh! Da kann man jetzt runterspringen. Okay. Okay. Aber die Kirche, die dürfte ja so ein Gang, Gang ohne Wiederkehr hoffentlich nicht, aber eine Sackgasse sein. Da gucken wir mal. Ach, mit dem Insignien-Schlüssel sicher. Ja, ja. Okay. Hatte ich die aufgeladen? Nee. Oh, das sieht aber richtig geil aus. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, so atmosphäretechnisch. Gut, es ist natürlich auch was ganz anderes, ne? Ich wollte dich gerade noch schlagen, Mistvieh. Nein, falsch. Boah. Nein. Die kann ich nicht nehmen, oder? Doch, die kann ich nehmen. Wie groß ist die? Ah, einmal zwei Plätze. Okay. Dann darf ich jetzt nur keine weitere mehr bekommen. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Okay, kann man die essen? Ich weiß nicht mehr. Oder konnte ich die verkaufen? Ich bin mir nicht sicher. Also hier... Oh. Hier fängt das offenbar an. Oh, Gewehr, Munition. Dafür habe ich jetzt keinen Platz mehr. Wollt ihr mich jetzt verarschen?
kriegen wir einmal Gewehrmunition. Ihr wollt mich doch wirklich... Wir könnten... Da kann ich auch Gewehrmunition mit herstellen. Ist vielleicht nicht schlecht. Dann können wir die nämlich öfter mal benutzen. Wir machen das jetzt einfach mal. Im Moment sind wir noch ganz gut bestückt da mit den Dingern. So, und dann nehmen wir die mit rüber. Ach, das geht nur bis 15. Ihr wollt mich wirklich. Ihr wollt mich irgendwie... Oh, nee. Moment, dann nehmen wir die, tun wir die ans höher. So. Das hört sich irgendwie komisch an, als ob neben mir was ist. Aber ich hoffe, das ist... Nee, ich glaube, das ist jetzt nur der Koffer, das wollte ich sagen. So, wir sind wieder bei 19.000. Sind hier noch Schlangen vielleicht? Ich weiß nicht, das hört... Oder Ratten? Nee, irgendwas quiekt hier. Ach, da oben! Ah, das müssen wir gleich mal abschießen. Okay, aber wirklich mal so atmosphäretechnisch, ne? Ihr wisst das ja, wir machen keinen Speedrun oder so. Wir gucken uns das hier auch gerne mal an und ganz ehrlich, so richtig atmosphäretechnisch, ich finde es hammergeil. Also gut, das ist eine Kirche, eigentlich sollte die was anders aussehen, ne? Das ist jetzt eher so ein Schrein, so wie das hier aussieht. Aber wirklich Hammer. Also sieht so mega geil aus, nicht nur von der... Nein! Nicht nur von der... Kann ich damit direkt was herstellen? Natürlich nicht. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Nicht nur von der Grafik her. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Was habe ich jetzt auf einmal eigentlich so viele von den Granaten? Das ist ja hammergeil. Moment, kann ich die... Aber dann lasse ich das jetzt fallen, oder? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Nein, ich will die nicht aufheben. Ich will die mit grün und grün. Moment, das ist die hier, ne? Grün und grün. Dann mal dreimal grün. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Ich habe keinen Platz für den Mist hier. Und jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. Das ist doch scheiße. Ich brauche irgendwie einen Händler zumindest schon mal, um die Schlange wegzukriegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wirklich, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier... Aber hier kriege ich hoffentlich nichts, oder? Der hat auch dieses Insignienzeichen drauf. Der sieht aus wie einer von diesen Anhängern. Können wir uns nochmal umsehen? Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas umrenne oder so aus Versehen, denke ich, dass jemand hier im Raum ist. Das ist so abartig. Aber gut, das ist natürlich so gewollt, ne? Hier ist noch eine Tür. Oh, da geht's noch weiter. Ach so, da kommen wir zum Ziel, nebenbei bemerkt. Und was passiert, wenn wir jetzt hier die Treppen runtersteigen? Wo sind wir da? Oh, das ist doch kacke, sowas. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ihr könnt mich wirklich mal sowas von kreuzweise. Was ist das bitte für ein Schädel? Ey, ganz ehrlich... Das ist nur zum Angucken. Okay, da können wir zumindest nichts einsammeln. Was haben wir denn hier noch? Was zum Lesen? Illuminados. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du in deiner Krippe entwachsen. Oje. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag. Ja, ganz ehrlich, das hört sich an wie der Boss, der noch kommt. Also ich denke, die haben den drin gelassen. Okay, das zeigt er mir jetzt aber an hier, oder? Moment, jetzt stehe ich da so nah dran, aber ich glaube, das war jetzt ein Zeichen dafür. Ja, da steht jetzt nur Schatz. Ja doch, man kann es eigentlich schon erkennen. Also, da müssen wir eigentlich weiter runter. Also, weiter durch. Jetzt ist die Frage. Was mache ich jetzt? Das ist halt doof. Wir gehen jetzt mal runter und gucken mal eben.
Da können wir hoch, dann kommen wir im Dorf raus. Oder wie? Okay. Müssen wir da rum? Es hört sich auch nicht gut an. Also hier ist Sackgasse, ne? Geradeaus von links könnte dann was sein, höchstens. Habe ich das aufgeladen? Ja. Okay. Bitte jetzt kein Bossgegner. Das sieht ja so komisch aus. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja die Sachen gar nicht mitnehmen. Oh Gott. Peseten kann ich nur mitnehmen. Das ist okay. Alter, wenn ich mich jetzt umgedreht hätte und dann. Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Schießpulver. Ah ja, das konnten wir aber auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Zumindest hier unten scheint jetzt nichts zu sein. Aber es ist ekelhaft. Ganz ehrlich, es ist ekelhaft. Und da kommen wir jetzt im Haus raus, oder was? Oder hätten wir vielleicht hier quasi jetzt hier hingekonnt? Wir hätten andersrum gehen können, sozusagen. Dann kommen wir hier hinten raus. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Ist aber eine Abkürzung. Ich gehe nochmal hier wieder zurück. Ja gut, das kann man ja nicht wissen. In der Hoffnung, dass jetzt hier nichts Neues kommt, breche ich jetzt hier einfach mal so durch. Hier ist das Ding. So. Ich dachte schon so von wegen alles dunkel und da kommen jetzt die Viecher. Obwohl, hier ist es jetzt nicht mehr so dunkel, ne? Fällt mir gerade so auf. So, dann geht's hier erstmal weiter. Bin mir aber nicht sicher, ob wir hier weitergehen sollten, wenn ich jetzt ehrlich bin. Achso, Moment, was war denn hier noch? Zumindest mal gucken. Flintmunition, die kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Gerade die Flintenmunition. Die kann ich. Moment, das ist die hier, ne? Ich habe nur 5 Schuss, oder? Das ist doch scheiße. Das ist wirklich scheiße. Kann ich hiermit noch irgendwas machen? Herstellen? MP-Munition. Bringt mir auch nichts. Aber wir können mal 2 Blendgranaten machen. Bringt mir auch nichts. Da habe ich keinen Platz für. Ich weiß auch nicht, ob ich die Schlange, ob ich damit jetzt irgendwas noch anfangen kann, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das ist doch kacke, sowas. Also da ich nicht weiß, ob das dann weg ist, ich opfer jetzt einfach mal so ein Messer. Obwohl, naja, die brauche ich noch, um was herzustellen, ne? Um diese Bolzen herzustellen. Ich würde ja die Eier opfern normalerweise. Was auch scheiße. Es ist ein doofes Gefühl, überhaupt irgendwas rauszulegen, nur damit wir hier Platz haben. Das ist. Weggeworfene Objekte gehen unweigerlich verloren. Ja. Was soll ich machen? Das ist doch scheiße. Gut, das erste Hilfespray, das konnte man jetzt so sehen. Das mussten wir jetzt nicht mitnehmen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Moment, die Flinte ist. Nee, das war es nicht. Können wir die aber nochmal nachladen? Doch, die können wir nochmal nachladen. Gewehr. Ach, ich hätte das laden können. Ne? Oder? Nee, jetzt haben wir immer noch Gewehrmunition. Okay. Ja, gut. Ich dachte gerade schon. So, die hat voll aufgeladen. Nee, doch nicht. Die geht bis 5. Okay. Das war dumm. Egal. Okay. Gut. Alter, ich mache mir hier fast in die Hose, weil ich denke, da kommt jetzt ein Zombie hinterher rausgeschossen. Steht hier ein Händler. Willst du mich vergackeiern oder was? Aber Moment, ich habe gerade was anderes. Warte mal.
Ich höre hier doch was, ne? Da ist nicht zufällig so eine Figur. Moment. Ich habe übrigens irgendwo einen Schatz nicht abgeschossen, fällt mir gerade ein. Oh nein, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo das war. Da habe ich noch gesagt, das können wir gleich abschießen und dann habe ich es vergessen. Ist irgendwo hier, oder? Nee, jetzt hört sich wieder... Ach nee, das ist das. Ach ja. Okay, da haben wir es. Okay. Ist jetzt nur scheiße, weil ich dann... Ah nee, Seidenkristall kann ich so aufnehmen. Okay, ich dachte schon, da ist so ein Püppchen jetzt wieder, weil das ja auch immer so, so im Quietschen ist. So, sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Händlertipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich was für dich. Den Bolzenwerfer. Ja, den habe ich leider schon gekauft. Seitdem habe ich keinen Platz mehr. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Wieso denn jetzt nur noch verschossene Bolzen? Aber verschossen im Sinne von auch auf die Gegner geschossen, oder? Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen. Hab ich doch alles schon. Damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zu Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß sie auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert. Ja, denke ich auch mal. Wobei ich denke, dass es nicht viel gibt, ne? Pro... Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Jedes Mal denke ich, der sagt, du stinkst. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, bleibt es aber noch liegen, ne? Ist da nur eins drin gewesen? Nee, das sind Rohstoffe. Die Peseten gar nicht mitnehmen, okay. So, dann haben wir hier nochmal einen Auftragszettel. Oh, nee, ne? Vipernjagd. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren. Bevor es mit ihm zu Ende geht, wäre jemand gewillt, mir zu helfen? 3 Vipern verkaufen. Gebiet nicht spezifiziert. 4 Spinell bekommt man dafür. Fortschritt 0 von 3. Heißt für mich aber, dass ich das Scheißzeug jetzt wirklich loswerden kann, oder? Wenn ich die jetzt schon mal hier verkaufe... Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Ich hoffe es zumindest. Ach so, den alten Kompass, genau, den können wir auch nochmal verkaufen. Ich denke mal. Ich kaufe fast alles. Lässt sich sicher verkaufen. Ja, ja, den können wir einfach Ein verkaufen. Hervorragender Deal. Die können wir ja sowieso verkaufen. Nicht schlecht. So, hier, ach, der hat so ein Zeichen daneben, dass das für ein Auftrag ist. Das ist gut. Können wir schon mal eine. Ich hoffe, der nimmt das dann auch wirklich an. Gut gemacht, Fremder. Ja, der Rest ist natürlich alles, sind alles unsere Sachen. Theoretischerweise könnten wir sogar die Kräutermischungen verkaufen, weil wir haben so viel davon. Bin ich ganz ehrlich. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Na dann. Tauschen haben wir noch nichts bekommen. Laservisier. War das ein Aufsatz? Wo wir unsere Ware herhaben? Der die Zielerfassung erleichtert. Kann auch Punisher Sentinel. Nein. Partner. Ach, das waren, glaube ich, die, wo man dieses rote Visier mitbekommt, oder? Das wäre natürlich auch ganz cool. Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ich meine, hallo, 10 von den Dingern, ne? Aber es wäre eigentlich ganz cool. Wir haben übrigens 31.000. Das heißt, wir könnten theoretisch... Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Ach so, Moment. Keine Sorge. Nee, kaufen wollte ich nichts. Also ja, die TMP, ich weiß nicht. Die wird uns später noch sehr nützlich sein. Wir werden auch, glaube ich, noch damit einiges an Munition bekommen, aber ich weiß es nicht. Ach so, die Rezeptur der Bolzen habe ich gar nicht gekauft. Ich denke, die hatte ich vorhin gekauft. Oh. Okay. Dann hätte ich mir, glaube ich, vorher schon Platz machen können. Sind heutzutage eine Ware. Ja. das ist jetzt. Das ist schon richtig geil, muss ich dazu sagen. 15.000, dann hätte ich nur noch 10.000 übrig. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne die Sentinel 9 auf Maximum kriegen. Dann hätte ich nur noch 5.000 übrig.
Ja. Nee, aber also die nutzen wir immer. Die nutzen wir wirklich immer. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Verbessere die Nachladegeschwindigkeit wäre natürlich auch nicht schlecht, wobei die jetzt natürlich nicht so viel verbessert wird. Magazin wären Wenn immerhin du noch auch mal nur den drei Hauch einer Patronen mehr, Chance habe ich haben aber noch willst, nicht ganz das solltest du Geld übers für. Tunen nachdenken. Kann kommen, jederzeit Ja, ist ja wieder. gut, ist ja gut. Also Vipernjagd, da eins von drei, da steht es auch sehr schön. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Platz. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier dieses Erste-Hilfe-Spray jetzt nehmen. Ja, und das andere ist jetzt weg, ne? Da haben wir. Ach so, da vorne haben wir noch dieses Dreier-Ding, genau. Dann würde ich Sieh sagen, das dich um, dir fällt mit Erste-Hilfe-Spray. Sicherheit was ins Auge. Ich hatte doch irgendwo hier. Ach so, da, eine Schreibmaschine gesehen. Tun wir erstmal in die Aufbewahrung. So, verstauen, zack. Dann haben wir es aber zumindest. Dann haben wir vier Stück immer noch davon. Und das war hier. Na ja, da muss ich halt da was um switchen hier. Ist kein Thema. Ich hoffe schon fast, dass jetzt bald ein großer Gegner kommt, weil ich habe jetzt fünf Handgranaten. Ich will mir die halt wirklich für die großen Gegner aussparen. Das ist mein Problem. Von den ganzen Waffen habe ich gar nicht so viel. Na gut, Pistolenmunition, okay. Dann, was ist das hier oben? Gewehrmunition haben wir jetzt gut noch was drauf. Wobei, das sind ja die Scharfschützendinger. Das ist beides Rohstoffe L, ne? Könnten wir theoretisch Bolzen mit herstellen? Für den Bolzenwerfer können wieder eingesammelt werden. Wieso steht hier 4 plus? Ich mach doch nicht mein Kampfmesser. Seid ihr denn deppert oder was? Blendgranaten könnten wir damit auch herstellen. Ich befürchte leider, dass wir viele Blendgranaten brauchen. Zwei Blendgranaten. Gut, das würde passen. Ich müsste das dann allerdings hier einmal umstellen. Dann habe ich aber, na gut, ich habe jetzt ja auch quasi schon wieder alles voll, ne? Muss ich auch dazu sagen. Dann kann ich mir nur nichts mehr herstellen. Hä? Da stand doch drin, dass ich zwei davon machen kann. Ach, das ist, wie viel ich dann habe. Oh, hätte ich das jetzt gewusst. Scheiße. Okay, ich könnte jetzt theoretisch noch Bolzen machen. Dann habe ich natürlich wieder gar keinen Platz. Ah, nee, dann geht da oben der Platz ja weg. Ich könnte es natürlich auch lassen, weil ich kann. Nee, Moment, ich kann damit aber keine Pistolenmunition machen, sondern nur Gewehrmunition. Dann würde ich fast schon sagen, dass wir nochmal fünf Bolzen machen. Quasi, das sind auch noch drei hoch, okay. Quasi einfach mal so zum Probieren. Ach so, stimmt, hier ist ja jetzt eins weggegangen. Das können wir dann ja schon mal ein bisschen anders sortieren hier. Das heißt, für zwei Plätze mit zwei haben wir jetzt noch Platz, oder? Theoretischerweise. Das mache ich schon mal. Wenn wir das einmal umstellen, theoretischerweise für einen Viererplatz. Ist nicht viel. Bin ich mal ganz ehrlich, aber naja. Was kommt denn hier noch? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich da in die Kirche gehe. Ich bin mir nicht sicher, wie viel jetzt hier kommt. Wenn jetzt hier der Typ ist. Kirche. Das müsste da sein, wo der Friedhof davor ist. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich nicht dran erinnern, was kommt. Einzelne Zombies, meine ich, kamen da. Und dann eine Masse an Zombies habe ich irgendwie noch im Kopf. Aber an mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Das heißt, dass die Folge auch wieder actionreicher auf jeden Fall sein wird. Haben wir jetzt hier alles eingesammelt? Das war ja das, wo wir nicht reinkommen. Ja gut, da müssen wir dann jetzt im Endeffekt nicht mehr hoch. Wir könnten theoretisch Wegschreien. Aber da brauchen wir wahrscheinlich wieder so einen kleinen Schlüssel für, nehme ich mal an. Also ich weiß, dass wir hier oben auf jeden Fall auch noch rum müssen. Ich meine, gut, der Bereich hier ist natürlich auch noch. Da sieht man ja schon, dass man rum muss. Ach, hier ist der See. Ah, okay.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich demnächst noch mal einen Boss kriegen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt alles so gelassen haben oder nicht gelassen haben hier im Remake. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich hier erst noch mal einen kleinen Cut mache und dass ich also die Chance jetzt nutze, ne? Weil jetzt hier gerade der Händler auch ist und wir haben jetzt so viel wieder geändert und verkauft und alles. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt noch zwei Vipern herbekomme. Da müsste ich mal wirklich drauf achten. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen schnellen Cut und nehme direkt danach die nächste Folge auf. Und wir sehen uns dann, ja, morgen, wenn die nächste Folge rauskommt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.